Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute zeigen wir euch das Q-Hotel. Dann gehen wir rein. Hört ihr es? Das Glocken von Kühen. Wenn man so ein Q-Hotel, wenn man es jetzt nicht gerade im Video hört, dann tut es mir leid. So, hier geht's weiter. Hier ist die Rezeption. Film noch ein bisschen genauer. Ja. Jetzt müsstest du jetzt alles sehen. Und hier sind die Sachen, die man halt so machen kann. Und hier. Da sind die Kinofilme. Es gibt ein Kino, das zeige ich euch auch gleich. Hier sind so Kuppeln, da kann man sich reinsetzen. Sehr gemütlich. Hier sind auch noch eine. Dann geht's hier weiter. Hier ist eine blaue Kuh. Und liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. So, und ihr müsst das Video bis zum Ende schauen. Auf jeden Fall, das Q-Hotel ist einer der besten, da bin ich sogar das Beste in Österreich. Also, wenn ihr ins Q-Hotel wollt, dann könnt ihr da gerne hingehen. Es ist ein schönes Hotel. Jetzt nochmal die Fernsehen. Und hier ist die Bar. Die gerade nicht offen ist, aber hier ist einfach nur der Hinterausgang, da müssen wir kurz schauen. Hier sind viele Bilder von Kühen. Ja. Und dann geht's weiter. Hier ist auch noch übrigens ein Garten. Und hier geht's weiter. Hier ist der Essbereich und ja, hier kann man essen und hier ist der Fahrstuhl. Also hier ist der Fahrstuhl, es gibt zwei und den anderen und hier ist die Treppe. Hier geht's weiter. Hier sind so Spielautomaten, hier so ein Autorennen. Tut uns leid, jetzt müsste man es scharf sehen. Gut. Und hier ist dann noch so ein Automat. Kennen bestimmt viele von euch solche Automaten. Und dann geht es weiter. Hier ist so ein Flippy, also so ein Eishockey-Ding. Da nimmt man den Hockey-Ding in die Hand und dann muss man halt versuchen, in ihn das Loch hier reinzukriegen. Hier sind noch goldene Eier. Zwei Stück. Und ein Fernsehen. Hier ist Billard. Hier kann man schon Billard spielen. Und dann ist hier noch ein schöner Tischkicker. Ja. Da läuft gerade ein Film. Ja, denke. Und ja, das ist das Kino. Hier ist dann wieder Ausgang. Da müssen wir.
bin im unteren und im mittleren Geschoss. Dann gehen wir nach unten. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Hier ist richtig schön beleuchtet. Hier sind die Toiletten. Sieht man die gut? Wir gucken. Ja, ist etwas kahl, ist es gut filmen, weil es so lila ist. Und noch mal Bilder. Dann ist hier nochmal eine Kuh. Hier ist ein Weinkeller. Und dann, hier hinten, sieht man gerade nicht so gut, zoomen wir ran. Ja, hier ist der Eingang von Pool und Sauna. Da dürfen wir leider nicht reingehen, weil wir dann ja, den Menschen filmen. Und das wollen wir ja nicht. Und es wird schwer, den dann, es wird dann schwer, den aus der, also die nicht zu filmen. Bedingungen, also die Regeln. Also, hier steht. Hier, wenn Leute hier nicht lesen können, ich stelle mal ein bisschen näher. Sieht man es? Ja, also hier steht Zutritt ab 14 Jahren. Kinder unter 14 Jahren haben Zutritt in Begleitung eines Erwachsenen unter Einhaltung der Saunaregeln. Ruhebereich und mehr gibt es eigentlich nicht. Und man darf nicht mit so Grundschuhen und mit normalen Schuhen rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und beginnen die zweite Etage. Wir sind in der nächsten Etage. Hier können sie eigentlich nichts zeigen. Hier gibt es nur Zimmer. Wir gehen einmal in den Viereck und dann gehen wir. Jetzt sind wir in der zweiten Etage. Hier sind auch nochmal Zimmer und übrigens 219 ist unser Zimmer. Und dann würden wir sagen, gehen wir in die nächste Etage. Jetzt sind wir in der letzten Etage. Hier gibt es auch Zimmer. Aber dann würde ich sagen, gehen wir runter. Wir sehen uns wieder gleich. Es tut mir leid, wir schneiden zu viel, aber wir wollen ja nicht, dass ihr die ganze Zeit die Treppen ertragen. Also, dass wir die Treppen da sind, dass ihr das immer hören müsst. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich und wir machen dann in der ersten Etage unseren Abschluss. Tschüss! Ja, das ist das Ende. Wenn ihr auch ins Kurhotel wollt oder mehr, dann lasst ein Like und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in einem anderen Video. Tschüss!